Hallihallo Welt und all diese Bevölker mit allen Menschen aller Geschlechtern und Völkern. Damit heiße ich alle herzlich willkommen zurück in mein Let's Play zu Stranger Things 3 The Game, dem Videospiel zur dritten Staffel von Stranger Things. Und wie gesagt, reden wir jetzt noch ein bisschen mehr über die vierte Staffel von Stranger Things, über meine Predictions zur fünften Staffel und vielleicht noch ein paar Fanfictions über Stranger Things. Ich habe ja gerade gesagt, es gibt ein paar Fanfictions, wo halt die Robin eine Love Interest auch hat, wo halt die Max halt eine Schwester hat. Und das persönlich finde ich auch ziemlich cool, weil Max needs more love. Was ist halt besser als die Liebe einer großen Schwester, ne? Und die große Schwester ist halt richtig cool geschrieben, die Fanfictions. Wie gesagt, die werde ich auf jeden Fall in den Kommentaren verlinken, wenn ich daran denke, auf jeden Fall. Nein, das habe ich Strom ausgemacht. Aber hier gibt es eh nichts mehr zu holen. Wie gesagt, es gibt auch Fanfictions, da ist gibt es auch ein Pairing für die Max halt. Ist auch ziemlich cool geschrieben. Werde ich auch in den Kommentaren mal verlinken, wenn ich dran denke. Ja, Max, erledigst du mal oben kurz da oben die Ratten, ne? Mein Gott, wie viel Geld können wir eigentlich mitnehmen, ey? Kammerjäger ist hier. Was ist denn da oben los, ey? Come with me for you on the bang. Das ist ein geiler Spruch von Barney aus How I Met Your Mother, ne? Ihr kennt ja alle How I Met Your Mother, ne? Hoffe ich. Wenn ihr das nicht kennt, das ist halt eine Geschichte über den Ted Mosby erzählt halt die Geschichte, wie er halt seine Frau kennengelernt hat, ne? Und da gibt es halt so einen Charakter, der wird gespielt von Neil Patrick Harris, der in echt auch schwul ist und mit einem Mann verheiratet ist, der in der Serie halt den Scooter gespielt hat, eine Love Interest von Lily damals in der Highschool-Zeit. Und der ist halt in der Serie halt so dieser Frauenheld, der halt auch dieses Playbook hat, und einer in diesem Playbook ist halt, verwandelt ist, zieht er sich halt mit die Klamotten aus, geht in die Hintergasse und tut so, als ob der stellt die Szene dann als Terminator nach und fragt halt eine Frau, die vorbeiläuft, come with me if you wanna bang. Das ist halt so cool, ey. Komm mit mir, wenn du Sex haben willst, so quasi. Das ist halt so eine gute Szene, ey. Frau steht zwar nicht so, das ist halt eine Szene aus seinem Playbook halt, das ist halt so cool. Weil er sich halt, zuerst war das halt so, verkleidet er sich halt als richtigen Terminator mit einer Shotgun und wundert sich, warum er in dem Outfit nicht flachgelegt wird. Vielleicht sollte ich mal eine andere Stelle aus dem Film überlegen. Und dann zieht er sich halt die Klamotten aus, geht in den Hintergast und sagt halt den Spruch, come with me if you wanna bang. Weil der Terminator im zweiten Teil ja sagt, come with me if you wanna live, also komm mit mir, wenn du leben willst. Und das war halt die Geschichte über How I Met Your Mother mit come with me if you wanna bang. Weil es auch mein allerliebstes Lieblings-Sitcom, die habe ich auch schon mehrmals geguckt, die Serie. Wir sind jetzt nicht hier, über How I Met Your Mother zu reden, sondern über Stranger Things. Und worüber können wir eigentlich noch reden? Oh Gott, in der vierten Staffel. Warte, lass mich kurz die Leute hier besiegen. Ja, das sind halt Zombies, ne? Die kann ich nicht elektroschocken, ey. Ich rede gleich weiter, ich muss mich kurz konzentrieren, ey. Mir geht gerade richtig die Luzi ab, ey, okay. Alles klar. Ja, genau, da oben rechts war auch noch etwas, was wir holen konnten. Okay, Stranger Things Episode 4. Ach genau, mit dieser coolen Szene halt, wo die Nancy und die Robin halt in dieses Asylum reingehen, also Pennyhurst, um halt mit dem Victor Krill zu reden. Krill, heißt der so? Victor Krill? Krill? Victor Creed. Heißt der Victor Creed, ne? Auf jeden Fall immer mit C war es, mit dem Victor wollen die auf jeden Fall reden. Weil der halt so dieser Mörder war. Also der ist kein Mörder, aber die Leute sind davon ausgegangen, dass er ein Mörder ist, weil die halt bei ihm damals nach Hause eingebrochen, zu Hause sind und da seine Frau und seine Tochter tot auf dem Boden lag. Und er völlig verstörter, sein völlig verstörter Sohn, also er lag da halt bewusstlos mit seinem Sohn zusammen. Und sie davon ausgegangen, dass er sie halt umgebracht hat, was halt nicht stimmte, weil es war halt Victor Quills Sohn, halt der Henry, wer halt dann später zu Wegner wird. Und wie der zu Wegner wird, werde ich auch noch erzählen. Also wir haben noch ein paar Sachen, über die wir reden können. Auf jeden Fall gehen die halt in die Asylum dahin und wollen mit dem reden und da müssen die sich halt ein bisschen umkleiden. Und was für ein Aufstand erstmal die Robin halt macht, weil die halt sich nicht verkleiden will, weil dann trägt die so ein pinkes Kleid. Und dann so ein BH von Robin. Und this bra is really pinching my boobs. Also das engt halt ihre Brüste ein, halt, das BH, ne? Weil die halt den BH von Nancy auch tragen muss. Und dieses Kleid, das passt da halt überhaupt nicht. Und dann auch die Schuhe, das ist halt überhaupt nicht Robins Stil, ne? Nee. Das ist halt eher der Kleidungsstil von der Nancy, weil die sich halt wie diese Pretty Princess, also die so proper, also anzieht immer, ne? Ja.
Und dann gehen die halt auch dahin und dann kommt halt diese richtig coole Debatte von der Nancy, von der Robin halt, ne, die halt auf die Typen da einreden. Ne, weil Robin ist halt autistisch. Wie Robin. Und das sieht man halt auch extrem. Das hat man ja auch schon ein bisschen in der dritten Staffel gesehen, aber in der vierten haben die das nochmal richtig gezeigt, dass die Robin halt autistisch ist. Oh mein Gott! Hilfe! Hilfe! Sunny! Ich brauch keinen Sunny. Wir reden gleich weiter. Ich muss kurz weiter verprügeln. Ja, dann redet die Robin halt auf den Typen ein und dann lässt er die halt zu Victor durch. Und daher sieht man halt auch, dass der Victor halt gespielt wird von Robert Englund, von Freddy Krüger, was halt perfekt passt, ne? Weil die ganze Thematik der vierten Staffel war ja Nightmares, ne? Die sich um die Albträume, die dich töten, ne? So, man tötet der Wegner halt seine Opfer. Aber Wegners Hauptziel ist es ja, vier Leute zu töten an vier verschiedenen Positionen in Hawkins, um halt das Upside Down komplett zu öffnen und halt die Erde zu invasieren, ne, und die Erde zu übernehmen. Weil er in seinen Augen will er halt die Erde haben oder beziehungsweise will er die Menschen halt vernichten, weil die in seinen Augen er hat diesen coolen, wie heißt er, weiß ich nochmal, diesen coolen Spruch, der redet ja halt auch, ne, dass er halt kompletten Durchblick auch hat und alle möglichen, ne, dass er. Also er möchte halt die Erde haben, alle Menschen töten. Das ist halt sein Ziel und er will halt die Welt invasieren. Kann sich ja gerade irgendwas zusammenwürfeln, aber auf jeden Fall war das so. Guck mal, die kann man auf jeden Fall nicht betäuben, ne, mit Elektro, nicht schnell, nicht lange. Und da erfahren die halt, ne, die einzige Möglichkeit ist, von Wegner, also wenn Wegner einen gefasst hat, von ihm zu entkommen, ist es, seinen Lieblingssong zu hören. Und von der Max war es halt Kate Bush, Running Up That Hill, was halt auch ein bisschen logisch ist, weil, wie geht's hier nochmal, warte. Aber hier halt mit Gott zu reden, der Song redet darüber halt, um jemanden halt seinen Platz zu tauschen, weil Max halt lieber mit Billy ihren Platz gerne getauscht hätte. To switch our places, ne, eben. Und da passt der Song halt auch perfekt zu Remax halt und der Szene halt auch. Und das ist halt auch der Song, der ihr halt auch dann das Leben rettet. Wo die halt dann vor dem Grabstein von Billy halt in die Luft so schwebt, ne. Was halt auch das Thumbnail halt auch war von der vierten Staffel. Das kurz. Ich will das noch einsammeln. Schade, habe ich alles. Okay. Und da kommen halt auch die Fluchtszene, wie Robin und Nancy raus dem Asylum fliehen, ne, weil die halt aufgeflogen sind. Ist halt so cool, ne, weil die Nancy kann halt, die Robin kann halt nicht rennen, die ist halt so unkoordiniert. Was halt auch perfekt zu ihrem Charakter passt. Also, Nancy, Robin, Lieblingscharakter überhaupt, ey. Das ist halt die ganzen Sachen, die halt die ganze Crew in New Hawkins halt durchmacht. Und das halt, und das ist aber auch nur ein Drittel der ganzen Geschichte, weil ein anderer Teil spielt in Kalifornien auch noch mit und ein anderer Teil in Russland. Weil sich nämlich halt in der vierten Staffel am Ende herausgestellt hat, am Anfang, dass der halt der Hopper noch am Leben ist. Und wer Leute, man richtig aufgepasst hat, konnte man das auch schon am Ende der dritten Staffel wissen, weil als Endcredit-Scene in der dritten Staffel, reden die halt davon, was ist mit dem Amerikaner? Nee, dann lass ihn in der Gefängniszelle verrotten erstmal. Weil das ist halt, wer soll das sonst halt? Ne? Also der hat halt überlebt, der Hopper, und ist halt da seitdem in Russland gefangen. Und dann schickt er halt so ein Paket zu der Joyce Byers hier nach Kalifornien, wo sie halt hingezogen ist zusammen mit Jane und Will und Jonathan sind dann nach Kalifornien umgezogen. Wollte halt, wo halt die Max herkam. Man hat da ein Care-Package geschickt und dann ruft sie halt diesen Mary an, die Joyce, weil da halt auch so eine russische Puppe drin ist. Da macht sie sich halt auch kaputt und alles. Und dann schätzt sich, da ist halt so eine Botschaft drin, dass der Hopper halt auch am Leben ist. Und da fliegen die halt auch zusammen nach Russland und wollen halt Hopper retten. Das ist halt der andere Teil, der zwei Drittel der anderen Geschichte. Und der andere Teil ist halt mit Jane, die halt ihre Kräfte zurückkriegen will. Und in dieser Geheimbasis. Und da sind halt auch noch Mike und Will und Jonathan und der Argyle, die halt auf der Suche nach ihr sind.
sie halt retten wollen, was natürlich komplett. Aber auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall der. Das ist mit Abstand die beiden die langweiligsten Geschichten. Aber die Hauptgeschichte dreht sich ja sowieso in der Staffel hauptsächlich um Max. Und natürlich um Jane auch, wie sie halt die Kräfte zurückkriegt und diese ganze Vorgeschichte mit One. Aber One, bis er so weg, ne? Henry hat natürlich alle anderen Experimente in ganz Hawkins Lab umgebracht. Obwohl anfangs gezeigt wurde, es hat das so dargestellt, als ob die Jane das getan hätte in Wirklichkeit, aber dann war es die ganze Zeit, war es weg, ne? Hat halt alle Kinder umgebracht und wollte halt auch die Jane auf seiner Seite haben. Aber nein, 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 Jane wollte es nicht und hat dann mit 9, die haben halt die Molly Bobby Brown in dem Film auch verjüngt, damit sie halt 9 Jahre alt ist oder 8 Jahre alt. Und sie geht halt toe-to-toe mit Henry in dem Zeitpunkt schon, wo Henry schon ein erwachsener Mann ist und sie macht ihn sowas von fertig, ne? Und katapultiert ihn halt gegen die Wand und zuerst sieht das aus, als ob sie ihn vaporisiert, aber in Wirklichkeit schickt sie ihn durch das Portal hindurch. Da ist halt die Szene, wo die das allererste Mal das Portal öffnet. Und da sieht man auch diese Montage, wo der weg, da bis dieser Henry durch das Upside Down durchfliegt und ganz einfach diesen Blitzen getroffen wird und so komplett entstellt wird. Also so frittiert wird auch die ganze Zeit, also so von den ganzen Blitzen im Upside Down. Und halt sich halt ein Upside Down dann auffällt und alle von ausgehen, dass der tot ist. Und da stellt sich halt auch dann heraus, dass der Mindflayer überhaupt nicht existiert. Nämlich der Mindflayer war einfach nur wurde halt nur von Vecna bis von Henry erschaffen. Also Henry, von der ersten Staffel an, das war halt die ganze Zeit Vecna bis zu Henry bis zu One. Also der Mindflayer gab es nicht. Es war die ganze Zeit Vecna überall schon, die ganze Zeit. Und das ist halt ein Teil von Stranger Things Staffel 4 wieder. Ich rede das halt alles ein bisschen durcheinander. Weil das sind halt Szenen, die mir dann so spontan wieder im Kopf einfallen, über die ich reden möchte. Weil wir sind ja hier eh noch lange nicht fertig mit umgucken, ne. Und fehlen noch ein paar Sachen. Waren wir hier schon? Ja, hier gibt's aber auch nichts mehr, ne? Nein. Oh, hier ist dieses scheiß Schalterrätsel gewesen, ne? Ja. Ne. Aber den hier geht's, ne? Ein gesamtes Regal Lieblingskomödien, so eine Verschwendung. Ach, Liebeskomödien sind gar nicht so schlimm. Können wir noch über die 40. Staffel ein bisschen was reden? Nein, den Eddie. Ja, Eddie war witzig, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass Eddie am Ende noch gestorben ist, mit dieser geilen, coolen Rock'n'Roll-Szene am Ende, ne? Wo die halt gegen Vecna kämpfen. Also das war ja so, also Staffel 4 war ja in 2 Volumes aufgeteilt, Volume 1 und Volume 2 halt. Und am Ende vom ersten Volume, ne, da wird halt die Nancy halt von Vecna erwischt. Und der Vecna erzählt der Nancy halt dann alles, als Belohnung quasi, weil sie halt so nah an der Wahrheit dran war, erzählt der Vecna der Nancy halt alles. Und da erfährt sie halt, dass der Vecna ganze Zeit über Henrys, also Victor Quells Sohn, Quells Sohn war halt der Henry. Und dass er halt auch seine Familie, also seine Mutter und seine eigene Schwester ermordet hat. Und da erfährt sie halt auch schon, dass er halt, warum er halt die ganze Zeit Leute umbringt, also Leute, die er umbringt, die hören, haben auch Versionen von so einer Glocke, die viermal läutet und dieses viermal läuten ist halt auch sehr wichtig von dieser Grandfather Clock, weil der Vecna halt an vier Positionen 4 Leute töten muss, um halt einzelne Portale zu öffnen, um halt das Upside Down komplett aufzureißen, um halt in die reale Welt hineinzukommen. Das schafft er ja auch ganz am Ende von Volume 2 auch. Weil das vierte Opfer, das er halt tötet, ist halt Max. Aber Max wird ja halt in dem Fall von wieder von der Jane zurückgebracht ins Leben. Im Peaky Pack, right? Ja. Und reden wir gleich mal weiter drüber. Ich hoffe, wir sagen, machen wir jetzt mal weiter mit der Hauptkampagne, oder? Weil wir haben so nicht lange genug getrödelt und gequatscht. Ja. Ich wüsste ja auch nicht, wo ich noch jetzt noch was holen kann, großartig. Hawkins Square. Driscoll's Farm. Wetterspitze. Machen wir später weiter. Gehen wir jetzt erstmal zu Hawkins Jahrmarkt. Gehen wir mal kurz eben die Taler hier aus. Seid abgelaufen, Verräter. Oh nein! Nein, Alexei! Alter!
Verfolge Klein und den Russen in das Gruselkabinett. Der Mann, der Alexei umgebracht hat, lief ins Gruselkabinett. Ihr müsst ihn aufhalten. Oh nein, Alexei. Der war so witzig. Na gut, egal. Mach mit Schießstand. Ja, toll. Nochmal. Okay, wie viele? 5 Taler, klar. Okay. Rasendarts, Plüschtier, Quietschspielzeug. Nimm eins für Fido mit. Aus der Busmaterial. Hunde sicher gerade hier 10 Taler für das letzte, das wir haben. Ich nehme es. So, und war es das in der letzten Gegner, den ich brauchte? Ja, das war's, echt. Quietschspielzeug. Quietsch, quietsch. Cool, das war echt das, was wir brauchten. Dann würde ich sagen, dann gehen wir ganz kurz nochmal eben das Ding bauen für die Erika. You can't spell America without Erika. Jump mit. True, true. Hawkins Square. Nein, nicht Hawkins Square. Ach doch, Hawkins Square ist egal. Dann gehen wir halt hier hin. Alles klar. Was ist das denn da? Chemische Schaden. Achso, nochmal da. Nice. Extra Dollar erhöhen. Mittlere Menge. Anzahl der Münzen für die Spielerhalle erhöhen. Achso, das ist wirklich nur die Anzahl der Münzen, die ich tragen kann. Oh Gott. Ja, ich dachte, damit kann ich mehr Geld verdienen allgemein, aber... Schockschaden. Kurz mal, ich brauch kurz Money. Na gut, noch kann ich was schleppen. Da ist es Erika komplett aufgepowert, Leute. Wobei, habe ich das schon genommen? Ja, habe ich. Cool. Also meine Predictions für Staffel 5 habe ich ja schon gesagt, teilweise, ne? Dass ich halt davon ausgehe, dass er ein Finaler, dass er halt ein Jahressprung kommt. Beziehungsweise ich hoffe, dass ein Jahressprung kommt bis 1989. Und da das Finale der 5. Staffel halt einen Silvesterabend spielt. Und sich Wegner und Eleven halt quasi selbst vernichten. Und die Bedrohung ein für alle Mal vernichten, damit durch vernichten. Also dass die Jane die Bedrohung ein für alle Mal vernichtet, indem sie sich selbst und Wegner zusammen vernichtet. Also da gehe ich halt von aus und das wäre halt auch cool, finde ich. Auch wenn das halt bestimmt sehr viele Leute aufregen würde, sowas. Aber Serien müssen nicht immer ein Happy End haben. Kann ja auch ein anderes Happy End geben. Zum Beispiel ein glückliches Happy End für Max und Lucas zum Beispiel. Und Jonathan und... Ja, Jonathan und Nancy. Nee, danke. Die passen einfach nicht wirklich... Na, die haben sich halt auseinandergelebt, die beiden. Ne? Und man hat auch gesehen, dass die Romanze zwischen Nancy und Steve halt ein bisschen wieder aufgeflammt ist. Ein bisschen, ne? Ja. Vor allem an der Stelle, wo man ausgeht, dass Nancy, dass Steve stirbt, ne, wo die halt das Portal im Lover's Lake finden, ne, unter Wasser. Das ist auch mal so cool, ne? Was hat das denn nochmal gesagt? Was hat er nochmal gesagt? Irgendwas mit Water Portal, irgendwas hat er gesagt, ne? Egal. Gut. Würde ich aber sagen, dann spielen wir ganz kurz noch einmal das Spiel nochmal. Sammeln wir eben noch ein paar Taler ein, wobei brauche ich das eigentlich gar nicht mehr, ne?
Nö, eigentlich brauche ich das nicht. Ne, brauche ich nicht. Da würde ich sagen, da bedanke ich mich eben herzlich fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr seid im nächsten Mal auch wieder dabei, wenn wir dann endlich die Hauptkampagne weitermachen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Dagevian. Tschüss.